Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Live. Ich bin Keule und ich habe gestern tatsächlich die Möglichkeit gehabt, zum allerersten Mal Vorstoß zu fahren. Bin mit meinem Clan unterwegs gewesen, weil ich gestern frei hatte. Bei uns in Österreich ist nämlich Feiertag, Heiligen Drei Könige, oder war Feiertag die Heiligen Drei Könige. Deswegen habe ich es tatsächlich geschafft, da mal eine Runde mitzudrehen. Bei Clan Wars, denke ich mal, werde ich eher nicht dabei sein. Vielleicht am Wochenende, wenn es ausgeht. Aber im Großen und Ganzen denke ich mal, dass ich da wieder fehle. Denn Arbeit geht leider vor und ich arbeite nur in der Nachtschicht. Ich bin tagsüber dafür zu Hause. Das ist natürlich ein bisschen unbefriedigend. Ich kriege deswegen, oder nicht nur deswegen, wahrscheinlich den Revard-Panzer oder keinen der Revard-Panzer. Stattdessen muss ich mich wohl mit den erforschbaren und kaufbaren Panzern, ne, zufrieden geben. Ich war unterwegs im T-100 LT, das ist der hier, Aufklärer der Russen, weil ich ja den EBR-Aufklärer nicht fahre. Und wir haben gegen einen polnischen Clan gespielt. Da werde ich gleich eine Runde sehen, denn es war die einzige Runde, wo ich mich wirklich ordentlich habe angestellt. Ja, wir haben zwar den Vorstoß insgesamt gewonnen, allerdings war ich im leichten Panzer gegen den EBR fast chancenlos. Fast chancenlos und habe mich auch dementsprechend relativ früh bei den Runden immer mit verabschiedet. Trotzdem haben wir das dann am Ende recht gut durchgezogen. Und das lag allerdings, wie gesagt, nicht an mir, sondern eher am Clan, der da wirklich sein Bestes gegeben hat. Also gleiche Runde, Clan war's. Ist halt ein bisschen zusammenhanglos. Also die ganzen Gespräche vorneweg, die da gefallen sind oder die ja gelaufen sind. Die müsst ihr euch halt dazu denken, ansonsten einfach das Video anschauen und genießen, so wie ihr das von mir kennt. Und wir sehen uns gleich im Gefecht. Bis dann. Servus. Na, ich Ja, wollte mit deine den Taktik. Heavys hier lang pushen, definitiv. Gut. Die Taktik von denen vorhin. Genau, die Mates würde ich hier drauf verteilen. Die Jagdpanzer hier hinten rein, damit ich mit der AD ganz gut geschützt bin. Und den Scout natürlich da, wo er Bergpanzer stehen denkt. auch ziemlich geil auf E1, aber gut, ja, keine Ansage. Wir machen Also das würde ich so. jetzt zumindest mal, ich würde es genauso machen, wie die, um die zu verhören, Wir haben halt E4 dabei, die Kinder da nicht so gut die können halt. spielen. Also die müssen da schon. Ja, die sind aber arsch langsam, wie die Hallo, in mit Position sind. Coppola rein. Kommst du rein bei denen? Hier. Das ist Nur der kann ich da E3. mit der Arti reinwirken und dann werden sie sich freuen. Das bedeutet, dass das Glas lädt. Medium ist auf dem Hügel, passt ein bisschen auf dem Ja, die E-Ballet. kommen entgegengepusht. Da würde ich mit den Heavys genau dagegen halten. Die Mets halt oben drauf, aber so, weil sie versteckt sind so ein bisschen, Oh, dass sie Topa, dann hier so alles abdenken und die Heavys dort alles machen, weil die Heavys werde ich nämlich unterstützen mit Arti. Das heißt, die also kriegen richtig auf die hinten ist Fresse. die Nabel hier. Könnt ihr einmal gerade eine Feuerlinie aufbauen, dass ich hier rüber crossen kann so ein bisschen? Also ich würde die Heavys nicht weiter vorn lassen, da, damit ich mit der Arti richtig reinbolzen kann. Okay, okay. Jetzt ein da bisschen oben wird wieder verteilen, da kommt vielleicht der Arti-Schlag von dir. So Leute, Sag ich auf den euch. Arti-Schlag auf, gell? Den. Ja, Peter? wie geil. Gut. Das war knapp. Sehr So schön. Leute. Ja, die Russen kriegen hier geschützt. Ich bin auf muss B2, steht auch ein TD. auf den IS-7 schießen. Fokusfeuer. Gerade nach. Nochmal B2 war das. Wollen wir mit den Mates von rechts rum um den Hügel? Könnt ihr machen, theoretisch, müsst aber aufpassen. 30 Uhr Fokus. Komm mal raus, immer raus. Kommt mal einer mit? Vorsicht, Heavys kommt gepusht. Lass die kommen, zurück, lass die kommen. Zurück. Jetzt volle Leute da drauf. Jagdpanzer und sowas, alles. Fokusfeuer, Fokus. IS-4. Bin noch 8 Sekunden im Reload. Hier, 600 HP, 600 HP, IS-7. 600 HP, IS-4. Noch. IS-4, 4 HP. Jawohl, geh. Kommt raus damit. Abpraller, ihr! Ja, erstmal überall rein. 60 DP. Also, wenn ich was sehe, wo es sich runterkriege. Den 60 DP müssen wir auf 60 jeden Fall. DP raus. Perfekt. Jawohl. 60 1400 DP. HP, 1400 HP. 700 HP, 300 hier 60 HP. Leute. Jawohl. Sehr schön. So, jetzt Bleiben 600 gehen. HP. Konkurrer. Jawohl, 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 jawohl. Die Mates, alle Mann auf das Objekt da drauf. Alle Mann. Der T100, du kümmerst dich mal drum, dass der EBR rauskommt.
Das Objekt nervt. So, ihr 60 zurück. 60 TP, Baby. Baby, fahr mal alle Heavys vorne jetzt mal bitte vor, da in die Senke rein und stürmen. Aufpassen mit dem E3, E4. Also genau richtig schön in die Senke reinfahren, damit ich euch nicht von der Seite kriegen soll. Kümmer mich mal um das 40 TP oder 43 Schuh. Hab den E4 eine gegeben schon mal? Ich geh auf die 3. Kann die Arti auf das 34 umschießen? Hab ich. Ein Schuss. Ab da auf den. Bin Baby. Auf. Ich muss gerade mal gucken, dass ich außerhalb von diesem. Die 3 hat geschossen. Den dicken Jungs gekommen. Okay, so, jetzt. Vordere E4 hat geschossen. So, die Mates jetzt, die Heavys da vorne mit dran, nicht überstürzen, Baby. Heavys da vorne mit dran, die Mates, die fahrt außen drum rum. Im Knie kommt jetzt in die Zange. Der 4 kommt rum, der will schießen, das heißt. Thomas? Ich fange mir von dem vorderen. Ja, fahr mal bitte so, dass du den EBR abkreuzt, dass ihr mit den Mates alle vor. EBR rausholen, First Target. Sehr schön. Dann wird das was. Schön in die Zange nehmen jetzt. Nimm E4 raus, soweit ich kann. Ah, sehr schön. Sind wir weg, Kimmer. Und jetzt kommt der Tropfen auf die Inneneinleitung. Jawohl, so habe ich das gern. Das gewinnen. Noch ein Kill? Vielleicht bekomme ich ja Krieger. Hm. Nee, kriegst du nicht in dem. Krieger Ort. Nicht in dem Gefecht. Nice. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Hast rein, Leute, sehr fein. Ey, ich zahle den Nummer-Card. Komme nicht über 2,6 Damage, Leute. Ich habe 169 aufgeklärt mit dem Aufklärer. Habt das schön gemacht, das schönes Fokusfeuer, so muss das laufen. Wenn das Fokusfeuer stimmt, dann kannst du auch gewinnen. Maurice, du musst aus 34 ungefähr fahren, weißt du, dann schließt du so wie ich. Junge, du talentloses Stück Scheiße, Alter. mit dem Russen da vom Hügel runter, das war scheiße. Oh cool, ich hab Experte Kurm bekommen. Das gleiche wieder. Lol, ist es zweimal? Lol. Ja, jetzt fahren wir den ihre erste Map. No. Ja. Achso, die haben das auch gewählt. Jetzt ist das gleiche im Endeffekt. Würde ich sagen, ich kann einen anderen nehmen wie den 277. Was darf ich nehmen? Ich habe noch einen E100, E57 Heavy, einen E4 und einen E3. E3 dann, würde ich sagen. Oder? Ja, wenn dann geht E3 auch, dann. Aber. Ist ein bisschen langsam, ne? S7 habe ich nicht.